einen wunderschönen. Oh, oh nee, das ist mir aber zu niedrig jetzt hier gerade. Oh, ach nee, das ist ein Ohrring. Ich dachte gerade, ich habe einen Kopfhörer im Ohr. Sorry. Wartet. Seid froh, wenn ihr nicht so durcheinander seid wie ich. Ich sag's euch. So. Naja. Ich halte ja alles um. Was ist das hier? Ein Stuhl. Oh mein Gott. Meine ganze Kulisse ist gestört. Moment. So. Jetzt sind wir da. Hab mir auch ein Jäckchen übergezogen. Heute mache ich mal wieder ein bisschen Rauch an, ja, Weihrauch. Ist zwischendurch auch mal schön. So, stellen wir hier hin. Der Rauchmelder befindet sich dort, also sollte nichts passieren. So, gehen wir rein, ihr Lieben. Nicht um... Ich sehe mich nicht hier, um den Platz zu finden, ob dein Gegenüber zurückkommt oder nicht, ja? Ich glaube, das hat man in den Legungen schon bekommen. Bei mir sind wahrscheinlich die Menschen echt nicht aufgehoben, die hoffen und warten. Da bin ich doch eher der Auffänger für euch, die Probleme haben beim Loslassen. Probleme haben beim, warum funktioniert es einfach nicht, ja? Man hat selber auch Baustellen zu bewerkstelligen in den Beziehungen. Warum wiederholt sich immer das Muster? Das ist so meine Sparte, wo ich rein möchte, wo ich mit ruhigem Gewissen für mich sagen kann, okay, das ist für mich eher so besser, als zu gucken, kommt da jemand noch zurück? Und ihr kennt da meine Antwort. Wichtig ist, dass eure Heilung stattfindet. Ob da nur noch jemand zurückkommt oder nicht, wird man dann eh sehen, ja, ob ihr überhaupt diesenjenigen dann noch wollt. Weil ihr seid jetzt zum größten Teil oftmals alleine oder in einer schwierigen Situation. Und auch hier bitte, wie bei einem Lied, bei einem Songtext, solltet ihr hier nichts fühlen, nicht in Resonanz gehen, dass ihr was wiederbekommt und sagen könnt, ja, so war's. Nichts Negatives und Positives bitte mit aus dem Video für dich rausnehmen, damit du eben dich nicht manipulieren kannst in dem Fall hier, ja? Ich habe hier ein bisschen Sorge. Sieht man das hier? Naja, wenn es piept, dann wisst ihr Bescheid. So, heute gehen wir rein. Problematik lösen wir auch auf, wenn du dann damit was anfangen kannst. Für dich ist es wichtig, jetzt erstmal so eine Angabe zu kriegen. Was rät dir zu dem, was du im Kopf hast? Was möchtest du loslassen? Was möchtest du als nächstes angehen? Möchtest du noch eine Chance irgendwo hin? Was ist hier so, wenn du fragen könntest, was würde man dir hier mitgeben, ja? In bedrückenden Zeiten, in Zeiten, wo dein Kopf wirklich permanent nach Antworten sucht, das ist ja oftmals auch das Schwierige, was so quält, diese Antworten finden auf Fragen, wo man sich irgendwann sagt, mir sind die Antworten egal, ja? Annehmen. Du sollst das, was gerade ist, annehmen. Dein Zustand, deine Situation, so wie du jetzt das Video anguckst und das, was du fühlst, warum du hier eingeschaltet hast, was du hier wissen möchtest. Es geht hier um das Annehmen. Es kann sein, dass du hier gewisse Situationen und Themen oft verdrängen möchtest, wegstößt, weil es natürlich schwierig ist, eine Situation aufzuarbeiten, da wieder hinzudenken, weil der Herzschmerz einfach zu groß ist. Hier wird dir aber geraten, jetzt kommt die Zeit, wo du annehmen darfst, annehmen musst, annehmen sollst. Und das ist für deine Heilung, ja? Jetzt haben wir hier das bewusste Mut. Also Entschuldigung, das war hier die unbewusste Karte, dieses Annehmen. Und dein Bewusstsein ist Stärke, Mut, Willenskraft, all das. Wenn du hier in Resonanz gehst und sagst, ja, ich will da raus, ich will weitermachen, ich will wieder die Person werden, auf die ich mich selbst verlassen kann, meine Mitte finden, dann ist das das, was du spürst, Mut. Kann auch sehr gut sein, weil du tust ja was dafür, ja? Du sitzt ja nicht nur irgendwo rum und lächelst alles weg,
Du guckst wahrscheinlich sehr viele Kartenleger oder liest auch Bücher oder guckst dich in irgendwelchen bestimmten Foren um, was ja zum Mut gehört. Du willst eine Situation verändern, du willst eine Situation verstehen. Also dein Unterbewusstsein gibt dir die ganze Zeit das Zeichen, auch jetzt von der Karte, du sollst es annehmen. Jetzt ist so die Zeit. Mit der Kombination dem Mut, den du trotzdem nie verloren hast. Und das ist so der Aspekt, der dich wirklich auszeichnet als Person. Mut zu haben. Das ist deins. Wir gehen mal. Wo sind sie denn? Hä? Ach so, hier. Na, guten Morgen. Ach, kommt doch mal her. Wir lösen mal auf. Wir haben Kipper. Mit Tarot gehen wir auch rein. Ich gehe jetzt erstmal ins Unbewusste bei dir rein. Das Annehmen. Das, was bei dir in der Tiefe liegt, was man jetzt gut hochholen könnte. Ich sag mal, habe ich es irgendwie zur Zeit? Jetzt habe ich hier Symbolon-Karten drin. Lasst euch nicht stören. Jetzt gucken wir die Tarotkarten an. Unbewusst haben wir drei Karten. Page der Scheiben, Königin der Scheiben, König der Kelche. Gefährliches Thema, ja? Gefährliches Thema. Hunde, die bellen, beißen nicht. Bin ich zwar anderer Meinung, aber mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. Page der Scheiben. Im Unbewussten liegt hier ein Gefühl von Machtlosigkeit. Stillstand, ja? Bewusst, du musst was tun. Das, was dir die Karte gesagt hat, annehmen. Die Situation jetzt wirklich annehmen und auch nicht großartig hoffen. Warum? Wie kriege ich es hin? Was muss ich machen? Warum ist es dazu gekommen? Das löst sich alles, ja? Die Prozesse kriegst du alleine hin. Das ist jetzt das Machtlosigkeit. Du hast hier eine Blockade. Mit Pagen der Scheiben ist das ganz gut. Eine Blockade, die dir anzeigt, du hast hier nichts vorwärts gebracht in einer bestimmten Phase. Das sitzt hier fest. Da hätte noch mehr gehen können, da hast du irgendwas drinnen verankert und das Unbewusste hat mit einer Partnerschaft zu tun oder mit einer Verbindung generell zu einem Menschen. Ist jetzt egal, ja? Ihr guckt einfach, zu wem passt das. Ihr habt hier einen Menschen, der euch Gefühl transportiert hat, aber nur, wenn dieser Mensch wollte. Und im Gegenzug habt ihr dafür getan, gemacht, gehandelt? Ihr wart oder ihr wart auf einer Augenhöhe, das muss ich dir hier mitteilen, auch wenn du das Gefühl hattest, ihr wart oft nicht auf einer Augenhöhe. Ihr wart zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichberechtigte Menschen. Irgendwas ist hier passiert, was dich hier machtlos erscheinen lassen hat. Den Prozess weißt du vielleicht auch jetzt momentan gerade gar nicht, aber hier ist diese Machtlosigkeit, Blockade, du konntest hier eben nichts mehr umsetzen. Und es geht hier um dich, stellvertretend um dein Gegenüber, ob männlich oder weiblich guckender. Du bist das für mich vom Gefühl her einfach und das dein Gegenüber. Dein Gegenüber hat dir Gefühl gegeben. Später aber wirklich entschieden, wie viel, wann du was kriegst, wie du was kriegst, das könnte die Tücke sein desjenigen, mit dem du hier stark zu kämpfen hast, ja? Und das war diese Machtlosigkeit. Du hast aufgrund der Gefühlslage, die dir immer entgegengebracht wurde, wann du es bekommen hast, wie du es bekommen hast, wie viel dir entzogen wurde, je nachdem hast du deinen Maßstab hier gesetzt und gehandelt. Du hast diese Person motiviert, die dir Gefühle übermittelt hat. Und trotzdem warst du weiterhin motivierend. Auch wenn diese Person hier als König sozusagen stellvertretend immer wieder die Macht hatte zu sagen, ich entziehe dir jetzt das Gefühl, ich entziehe dir die Macht. Königlich gehandelt habt ihr beide. Euch war ein ganz, ganz hoher Selbstwert sehr, sehr wichtig.
Und deswegen sage ich auch als Paar, habt ihr eine Zeit lang sehr gut funktioniert, auf Augenhöhe, bis dann irgendwas zum Krachen kam, was dich hier im Unterbewusstsein bis heute machtlos erscheinen lässt. Das kann auch wieder hier so eine Sache sein, die mit einer Person vor demjenigen, für den du guckst, jetzt hier zu tun hat. Aber es gab hier eine Situation, wo du mit jemandem auf Augenhöhe warst und vielleicht das übersehen hast oder nicht übermittelt hast. Du warst hier keinesfalls in dem Programm, was da erlebt wurde, tiefer oder niedriger als deine Person. Ich habe das Gefühl, du hast dich einfach auch, weil Scheiben, Scheiben, du hast dich hier niedriger gemacht, du hast dich hier niedriger platziert. Du wurdest von der Königin zum Pagen, du hast dich selbst hier geblockt. Wir gucken mal raus durch was, wir lesen mal raus durch was. Wir haben hier unverhofftes Geld. Ist für mich so, dass du jetzt nicht unbedingt in der Lage warst, almosenartig, ja? Es war eine Zeit, da konntest du mit deinem Geld hier wirklich halten und walten. Kommt mir jetzt auch nicht rein, dass du eine abhängige Person von deinem Gegenüber warst oder von der Person. Die müssen wieder zurück, die waren zu viel. Und dann haben wir hier den reichen, guten Herrn im Unterbewusstsein, die Sicherheit und viel Geld. Also hier ist auch wieder mit Finanzen sehr viel. Wenn wir uns das Kipperblatt angucken, gab es hier eine Zeit, wo es dir wirklich sehr gut ging und ihr euch nach außen hin vielleicht auch so verkörpert habt, ja? Da das Kipperkarten sind, sage ich auch hier, wenn du als Mann für eine Frau guckst, ist das eine reiche, gute Frau. Es ging euch einfach gut in der Phase und du konntest hiermit sozusagen einiges wegblenden, beziehungsweise auf Augenhöhe. Jeder hatte seinen Anteil mit reingebracht oder hätte seinen Anteil mit reinbringen können. Es war also hier keine Verbindung, wo du dir erhofft hast, du musst Geld von deinem Gegenüber erhalten, ja? Oder ohne diesen Menschen könntest du finanziell nicht überleben. Das war hier nicht so eine Situation. Hier geht es viel mehr um die Sicherheit. Das Sicherheitsgefühl ist für mich auch so eine Angabe, was dich als Page der Münzen blockiert bis heute zu dir selbst, die Sicherheit einfach zu finden, die Sicherheitsfrage. Und angezeigt wird aber im Unbewussten, was du vielleicht auch gar nicht fühlst oder siehst momentan, dass du eine ganz großartige, starke Persönlichkeit bist. Eine Königin der Scheiben zu sein. Du hast schon oder hättest schon alles im Griff, wenn du wieder sortiert und geordneter ins Leben starten würdest. Und dafür haben wir hier den Herrn an deiner Seite oder eben die Dame stellvertretend dann in weiblicher Form, dass wir den König der Kelche einfach haben, der hier so seine Gefühlswelt in deinem Unterbewussten hinterlassen hat. Hier hat man also mit diesem Gefühlschaos wirklich dafür gesorgt, dass du hier machtlos bist. Du hast aber nicht nach dem gehandelt. Das sind Sachen, die du in dem Moment nicht wusstest. Du hast dich hier wirklich als Königin selbst. Ich vermute und kriege das einfach so beim Angucken der Bilder rein. Du hast dich selbst runtergestuft, obwohl du es überhaupt nicht nötig hast. Du hast dich in Situationen oftmals selber klein gehalten, obwohl die Ansage ist, das, was du oftmals überhaupt nicht gesehen hast oder man dir nicht gezeigt hat, ist, dass du auf Augenhöhe hättest hier überleben, kämpfen, schneller raus sein können, besser agieren können, weil du ebenfalls eine Königin an der Seite dieses Menschen warst, der hier für diese Problematik zuständig ist, die bei dir gerade existiert, ja? Und zwar dich machtlos machen lassen in der Umsetzung. So, Fakt ist, Problem Nummer eins, unterbewusst dachtest du immer, du kannst nicht mithalten mit jemandem, obwohl du das spürst, wenn du nach oben denkst, ja, ins Bewusste. Du bist mutig und mutig gehört auch zu einer Charakteristik der Königin, ja, im Tarot oder König. Herrscher, Herrscherin, das ist Mut. Und das ist bei dir oben. Du möchtest was verändern. Wir haben den Eremiten. Wir haben den Tod. Das ist doch wunderbar, der Neuanfang. Oder Situation verlassen.
Oh, hier war ein Flipper. Wir haben Ritter der Scheiben. Scheiben ist bei dir sehr, sehr groß. Und wir haben hier dich selbst belügen. Kommt mir schlagartig rein bei 7 der Schwerter. Dich selbst betrügen, dich selbst belügen in der Situation. Du gibst dich auf, ja, du hast dich aufgegeben. Das ist für mich diese ganz, ganz schnelle Karte. Diesen Mut, den du spürst, den willst du manchmal gar nicht haben, ja. Du denkst manchmal wieder, und das ist auch das Unterbewusste, was du hochholst, schaffe ich nicht. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das überleben? Du schwelgst zu viel hinten, ja. Ich würde es gerne cutten und sagen, guck nach vorne, das ziehst du nicht mehr als Schwanz hinterher. Aber das zerhaut dir den Mut. Welche Karte hau ich denn hier rein? Entschuldigung. Das zerhaut dir absolut den Mut. Hä, bin ich bescheuert? Warum will ich die ganz falschen Karten reinhalten? Dieses Betrügen, ja? Du hast ja das Gefühl, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Oder hattest auch oft das Gefühl, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Ich warte noch, ja? Ich habe jetzt schon so viel durch. Jetzt kann ich noch ein bisschen warten. So muss es ungefähr abgelaufen sein. Du machst dir Mut, aber gleichzeitig kommt dann wieder dieses Unbewusste, dieser Page der Scheiben hoch, machtlos. Wie geht's weiter? Gestern ging es mir noch so, aber wie geht's denn jetzt morgen zum Beispiel weiter, ja? Hatte ich nun mal einen guten Tag und morgen sieht es wieder doof aus. Also das ist hier so ein bisschen selbsttrügerisch unterwegs sein. Ein bisschen zu viel, und das klingt jetzt sehr hart von mir, Selbstmitleid. Damit aber stoppen. Du hast dir selbst geschadet, in Anführungsstrichen. Du hast auch selbst mitgelitten, du hast auch selbst gelitten. Ja, aber das hat keiner in der Verbindung der Liebe für dich gemacht, ja? Es sei denn, hier sind ganz andere Fälle unterwegs, aber in Sachen Liebe hast du dir das ausgesucht. Klingt auch sehr böse und schroff und hart. Ich weiß, es ist nichts für jedermann. Schön, dass ihr da wart, aber das ist die Wahrheit. Du hast dir diese Linie, in der du hier gesteckt hast, selbst ausgesucht. Du hast dich hier in Bereichen leider zu klein gemacht. Und die Angabe ist, du hast dich hier selbst in allem und in vielem sehr belogen. Du warst nicht die standhafte Königin, die du hättest sein können, wie man dich auch geführt hat als König der Kelche. Und das auch eigentlich genossen hat. Ja, man hat genossen, dich an der Seite zu haben. Aber du hast selbst hier dich runtergedrückt und hast hier nicht deine Königin ausgelebt, obwohl ihr auf Augenhöhe wart. Das steht so im Unterbewusstsein und du hast dich selbst da blockiert in dem oberen Bereich, den man Bewusstsein dann nennt, wenn er angekommen ist. Und du hast dich hier immer wieder selbst betrogen, ja? Immer wieder. Das Ding ist einfach, du hast und bist Königin der Münzen. Du bist eine sehr umsetzungsstarke Person. Umsatz, ja, vielleicht sorgst du auch wirklich für einen Wandel, für einen Umsatz in allen Bereichen. Das kann in etlichen Bereichen sein. Ideenreich, ja, kommt mir rein. Sehr kreativ, immer eine Lösung parat, nur nicht für dich selber in Sachen dieser König hier im Unterbewussten. Den schipperst du noch mit, der schippert noch in dir mit, ja. Und deswegen lässt er dich hier Sachen büßen, die vielleicht noch nicht ausgesessen sind, an denen du immer noch hinterherhängst, wenn was frisch war, wo du jetzt wirklich dir selbst sagen musst, eigentlich weißt du ja von dir selbst, dass du Mut hast, wenn du abnickst, ja? Wenn du sagst, nee, habe ich eben nicht, ich bin das Ängstliche, dann steckst du wirklich noch hier drin, aber dann wandert das schon ins Bewusste hoch, weil das liegt momentan in der Ebene unbewusst, dieses Machtlose. Ich schaffe das nicht. Ich möchte gerne, aber ich schaffe das nicht. Oben liegt Mut. Und jetzt ist es einfach Zeit aufzuhören, zu sagen, ich verarsche mich hier weiterhin selber. Ich weiß von vielen Sachen, ich ahne viele Dinge, ich weiß, wie was abgelaufen ist, aber warum denke ich denn ständig immer dahin? Weil das die Zeiten sind, die mich halten, wo ich Schmerz empfinde, wo ich das Lebhafte von dieser Person noch in mir trage. Das muss jetzt umgewandelt werden, ja, kompensiert werden mit deinem Mut, der für dich im Bewusstsein liegt. Und ich glaube wirklich, du hast nicht umsonst das Video eingeschaltet hier, um zu sagen, ich muss jetzt was tun. Ansonsten
zerreißt es mich elendig, weil du bist letztendlich momentan die einzige Person, die sich das Leid antut, ja? Also hier bitte wirklich raus. Jetzt ist genug hier mit diesem, wer hat mich betrogen? Warum musste ich leiden? Da ist jetzt irgendwann mal Schluss für dich. Es ist okay. Niemand leidet nicht. Entschuldigung. Da kriege ich schon mein Karma von diesen ganzen Dingern. Niemand leidet nicht, wenn man fühlt. Aber es ist irgendwann auch Schluss, sich immer die Fragen zu stellen. Warum, wieso, weshalb? Du hast den Mut. Der Mut ist jetzt einfach an der Reihe. So, das wird wahrscheinlich ein Prozess sein, den du die ganze Zeit machst mit Eremit, ja? Für mich auch, wird sich jetzt vielleicht jeder wundern. Raus da. Jetzt ist Schluss. Es ist von meiner Legung der Impuls. Raus aus diesem Eremitenzustand. Da scheinst du länger drin zu stecken. Ansonsten wäre hier irgendwie eine Karte, Page der Scheiben, stört mich ungemein in deiner Sicherheit, Sachen zu entscheiden und durchzuziehen. Das ist von mir aus einfach das Gefühl. Mut wird jetzt hier bitte umgelegt und sich ewig ausruhen auf Antworten und Fragen wie, ja, ich bin immer die Arme oder der Arme, dem hier was widerfahren ist. Also ziehe ich mich lieber ganz zurück und gucke mir alles an, denke nach, wird schon. Nee, wird es nicht ohne Mut. Und deswegen gehst du jetzt bitte aus diesem Trance-Zustand, der dich jedes Mal hier denken lässt, ich arme. Ich arm mehr. Was habe ich nicht alles erlebt? In Wirklichkeit ist das auch die Anzeige, du betrügst dich die ganze Zeit selber, weil du in einer Situation permanent drin hängst, die dich einfach nicht mehr klar nachdenken lässt. Und dafür ist der Eremit, auch wenn er dir die Wege erleuchtet und zeigt, manchmal in einer zu langen Phase ebenso lesbar und gefährlich, ja? Und da spüre ich einfach, dass du da zu lange drin bist, denn radikal mit einer Abschlusstodeskarte zeigt dir jetzt hier, wie ein radikaler Mut zum Schritt, zum nächsten Schritt ablösen, ja? Mit dem Arkanum der Tod. Du wirst jetzt das Alte bitte ablösen für dich, wenn du, ich sag's nochmal, die Legung eingeschaltet hast, um was zu verändern. Wenn du natürlich drinbleiben möchtest, weiterhin leiden möchtest, weiterhin hoffen möchtest auf deinen Geliebten oder auf die Person, dann würde ich an deiner Stelle jetzt hier ausmachen, weil ich das wirklich sehr radikal jetzt rausbretter. Für mich kommt hier diese Todeskarte, dieser Abschluss, dieses jetzt reicht's, komm raus da, du hast genug erleuchtet. Wie lange willst du hier noch auf dem Leuchtturm sitzen, ja? Wie lange willst du dich noch zurückziehen und dich mit Themen beschäftigen, die vielleicht nie geklärt werden können, solange dein Gegenüber nicht da ist, um dir die Antworten zu geben. Und wenn, dann würdest du, aha, und ach so, wusste ich gar nicht, du wirst es sehen, Wahrnehmungen sind verschieden. Aber es bringt dir auch nichts, oder im Endeffekt bringt es dir nichts, dass du diese Antworten erhältst. Das ist hier Kopfkino, das ist radikales Schubladendenken. Um für dich, du willst dich jetzt natürlich damit füttern oder versuchst hier die Wege zu finden, die dir die Antwort geben, nicht schuldig zu sein. Du bist nicht schuldig, du bist dir was schuldig. Und dazu gehört jetzt der Mut zu sagen, jetzt ist Schluss, ja, ich muss da raus, ich muss diese Kette unterbrechen von diesem Gehirnquark hier, weil mehr leuchten geht nicht, mehr glauben, mehr hoffen funktioniert nicht. Ist in manchen Situationen sehr gut, das wisst ihr vielleicht, wenn ich das sage, aber hier ist so, jetzt machst du. Also jetzt wird das durchbrochen mit diesem Energieding, mit dem Energieschub. Jetzt wird dafür gesorgt, dass radikal hier irgendwas beendet wird und du dir mit dem Mut, jeden Tag aufs Neue Mut, ich bin mutig und nicht feige, ja, vorwärts gehst und zwar als Ritter. Schön finde ich für mich die Ansage, dass du gar nicht so unbedingt hier in dem Eremitenstatus, das, wo ich gesagt habe, knallhart raus, jetzt reicht's, wird dir sogar hier noch gezeigt, um Mut zu haben, hast du die Angaben, ein Ritter zu sein, ja? Ritter der Scheiben. Umsetzen. Das, was im Unterbewusstsein bei dir hängt mit den Pagen der Scheiben, fliegt ins Bewusste auf den Ritter und das sind Stufen, die super schön sind. Also diese Weiterentwicklung einfach, ja, da ist ja keine Stufe zwischen Page Ritter, aber jetzt geht's los, aber feurig.
Und die Pausen, die du dir hier genehmigst, sind noch dargestellt mit Mentalem, mit Erinnerung, mit einer Verarbeitung anderer Art, aber hier nicht mehr dieses extreme Zurückziehen, extreme Einsiedler bleiben, extrem abschotten. Der Winterschlaf fängt vielleicht für einige jetzt erst im Winter an, stellvertretend, aber bei dir ist der hier wirklich, der hat irgendwas lahmgelegt, was dich diesen Mut einfach nicht leben lassen kann. Und da kommt jetzt die Ansage, jetzt wirst du mal wieder zum Ritter auf dem Weg zur Königin der Stäbe, was du im Inneren bist und es aber nicht spürst. Du hast die Macht, die Chance, die Energie als Typ Mensch dazu, momentan als Königin der Stäbe zu agieren, die hier, und so hat man dich gesehen, bevor man sich dir angenommen hat, das zu werden, umzusetzen, ja, als Ritter der Scheiben. Du wirst das umsetzen und es werden nur noch kleine Pausen dafür benötigt, um zu verstehen, wo deine nächsten Schritte mit Mut hingehen. Aber nicht mehr in den Eremitenstatus, dass du dich hier wirklich voll wegbrezelst, sind in irgendeiner Trance-Situation oder dir vielleicht Sachen schönredest, das klappt eine Woche ganz gut und die nächste Woche wird Horrorabsturz, weil du dann wieder da merkst, Mann, da passiert ja gar nichts, ja, oder aus irgendeiner Frustration. Also diesen, es ist ganz wichtig, den Pagen der Scheiben hier wegzukriegen. Und dein Bewusstes sagt dir mit der Mutkarte Ritter der Scheiben, dazu hast du das Ding, ja, darauf kommt es an. So, wir haben die bewusste Seite, wir haben die unbewusste Seite. Wir haben jetzt die Aufklärung mit dem Kipperblatt oben im Bewussten. Also unbewusst ist es wirklich deine Sicherheit. Du hast eine Angst vor Sicherheit verlieren. Ein reines Sicherheitsgefühl im Unterbewussten. Deswegen lässt es dich oftmals in anderen Situationen wirklich den Pagen der Scheiben sein. Du traust dir zu wenig zu, ja? Ich kann es dir gerne nochmal sagen. Du hattest hier Menschen an der Seite, die nicht gerade kleiner waren als du. Und die haben dich auch als Königin gerochen, angenommen. Nicht, dass du mit einer Krone rumrennst, ja? Aber die haben dich ausgewählt, weil du deren Liga entsprochen hast, sagen wir es mal so, und das war auf Augenhöhe, aber du hast es dir hier nicht zugetraut, ja? Und das hat man hier wahrscheinlich ganz schnell gemerkt, ausgenutzt oder auch das verloren, dass es zusammengepasst haben könnte oder nicht mehr zusammengepasst hat. Hier war jemand einfach eben nicht das, was man dir oder dem anderen verkörpert hat, ja? Du hast eigentlich eine ganz andere Person zu dieser Zeit abgegeben. Vielleicht anfangs sehr stark, aber ziemlich schnell deine Ohnmachtseite gezeigt zu gewissen Dingern, die dir vielleicht nicht gepasst haben bei deinem Gegenüber. Du hättest da wirklich, hätte Fahrradkette, das sind genau so eine Dinger, aber dass du das verstehst, du hättest zu diesen Zeitpunkten wirklich Königin bleiben können müssen, so dass es die Ansage für dich ist. Du warst hier eine Königin, hast es aber nicht gefühlt, weil hier gewisse Sachen vielleicht nicht so dem entsprochen haben, dass es dir hätte zeigen können, okay, hier liebt mich jemand von Herzen, ja, in dieser Situation. Du hast sie wirklich einfach nur nicht mehr gewusst, was sollst du machen? Du würdest gerne, aber du kommst nicht von der Stelle. Dir fehlt einfach zu allem die Sicherheit, in allem dieses Sicherheitsgefühl. Oben, so dein Mut, ja? Was könnte dich hier so vorantreiben? Du hast hier sehr viel verloren. Die Beschäftigung, Armut, der Mut, dieses extreme Rauskommen, dieses Ritter der Scheiben werden, dieser Neuanfang. Beschäftige dich, um aus dieser Gefühlsarmut rauszukommen. Die Armut wird angezeigt als du armer Mensch, ja, was du durchlebt hast. Dieses, um hier rauszukommen aus dieser Leere, das, was du empfindest, was du vielleicht auch oftmals falsch wahrgenommen hast, um deine Antworten zu finden, weil du ja keine Antworten bekommen hast, hast du dir teilweise auch schon die Antworten selber gegeben, die in eine ganz andere Richtung gingen, ja? Weil ich wiederhole, du warst hier vom Status, ob Mann oder Frau, eine Königin der Stäbe, jemand, der absolut da wäre, da gewesen wäre, da war.
Du hast dich hier mit irgendwas in irgendeiner Situation selber zurückgebremst, ohne dass du das vielleicht gesehen hast, gemerkt hast, zu lange mitgemacht hast mit deinem Gegenüber und nicht als Königin agiert hast. Und um aus dieser Leere zu kommen, ja, das, was du hier spürst, diese ganze Zeit, dieses Alleinesein, dieses, vielleicht bist du finanziell gut aufgestellt und denkst dir aber trotzdem, ja, was habe ich denn? Nix, ja. Du empfindest hier oder hast oft eine Armut empfunden im Bewussten. Deswegen kommt jetzt hier Mut zur Beschäftigung, ja? Radikale Beschäftigung, raus da. Aber ganz schnell würde ich dir sagen, beschäftigen. Es gibt jetzt hier mit deinem Mut, der in deinem Kopf liegt, wirklich eine radikale Änderung mit dem Arkanum der Tod. Und wir haben oben die Freude. Verbinde dich mit deiner Essenz innerer Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Das wird daraus entstehen. Dein Mut, der wird hier belohnt. Der wird belohnt, dass du wahrscheinlich mit jeder weiteren Zelle, mit der du lächelst und gesagt hast, du hast hier einen Schritt geschafft, diesen Abstand erstmal zu finden. Dass so ein radikaler Schnitt nicht funktioniert, ist klar. Aber am besten wäre es für dich, ja, dass hier keine Versuchung mehr ist, irgendwo an eine Antwort zu kommen. Ich glaube, das ist das größte Problem für dich. Es ist nicht, dass die Person weg ist, sondern du willst einfach die Antwort haben, warum man das und das und das mit dir gemacht hat. Warum hat man dich so und so und so behandelt? Sei hier wieder die Königin, die im Unterbewussten liegt und finde dich damit ab, dich auf dein Bewussten wieder zu konzentrieren. Lass hier diesen Mut, der hier momentan waltet, nicht verschwinden. Ja? Lass diese Energie einfach nicht mehr gerade wegpuffen. Verzichte auf die Antworten in dem Moment. Auch mit der Antwort, die immer gelogen sein kann, kannst du hier nicht leben. Auch hier, du warst nicht standhaft Königin. Ob in Entscheidung, das Ganze zu beenden oder ein Machtwort zu sprechen, du warst hier nicht mehr die Königin, sondern hast dich selber und durch diesen Menschen zum Pagen, ja, zurückentwickelt im Unterbewusstsein. Und das ist das, was deine Blockade hier auslöst. Dieses Sicherheitsgefühl, was du rumschleppst, wo du dir vielleicht denkst, warum tickst du in manchen Situationen so? Du hast ja auch das Problem, alleine zu sein. Vielleicht machst du einen auf stark, hört sich jetzt auch so großkotzig an, aber ich meine, ich kenne das ja selber. Vielleicht machst du einen auf stark so, naja, alleine bin ich ja trotzdem nicht, aber das macht dir Angst. Sonst würde das nicht als Antwort, das sind Antworten auf deine Fragen. Das ist so die Antwort, worauf du Fragen suchst, die du bist nie allein, ist die Antwort auf, warum hat man mich betrogen? Antwort, du bist damit nicht allein, zum Beispiel, ja, du bist damit nie allein. Du bist nicht die Person, die das nur alleine erlebt hat. Warum will man wissen, warum? Interessiert doch nicht, beschäftige dich doch nicht mit so einer Frage, ja. Ist doch schon schlimm genug, dass ein Mensch dazu fähig ist, der dich da belügt oder vollgelogen hat. Man hat dich trotzdem als Königin wahrgenommen und geschätzt. Du hast deinen Königin-Status aber durch Verletzung oder durch dieses Sicherheitsgefühl einfach nicht durchgezogen und dadurch hast du dich runtergefahren. Man hat dich nicht mehr als Königin gesehen. Ist es eine wertvolle Antwort? Warum, wieso, weshalb? Nein. Die Antwort ist einfach, du bist nie allein. Warum hat er sich oder sie getrennt? Warum möchte er oder sie nicht mehr? Du bist nie allein, würde als Antwort kommen, ja? Was dir hilft. Du bist auch damit nicht allein und du bist auch, wenn jemand gegangen ist, nie alleine. Es gibt viele Menschen, ja? Und du wirst Ritter der Scheiben, du wirst hier agieren, du wirst deinen Neuanfang, nachdem du dich, glaube ich, auch sehnst. Du willst selber diesen ganzen Schmodder von dir weghaben, wenn du dich hier wiederfindest. Du hast es einfach satt, dich da im Kreis zu drehen, zu hoffen, zu warten, zu beten, zu glauben, dass es endlich aufhört, ja? Und hier gibt es einfach jemanden, der sich bei dir so festgefressen hat. So, auf die Antwort, du bist nie allein, hätte ich gerne noch eine Antwort für dich. Gleiches zieht Gleiches an. Ist für dich meine Antwort für dich, du solltest dir Gegensätzliches bitte raussuchen.
Hier scheint es eine Situation gegeben zu haben, das, was dich an deinem Gegenüber permanent angezogen hat, war genau das Gleiche, was dein Gegenüber an dir toll fand. Deswegen nehme ich auch die Situation König-König in zwei ganz verschiedenen Bereichen. Er war oder sie war ein König der Kelche und andersrum vielleicht König der Stäbe, Mann oder Frau, je nachdem, wie ihr guckt. Gleiches zieht Gleiches an. Das war das Problem. Ihr konntet beide hier nicht standhalten, das Königspaar abzugeben. Jeder hat so ein bisschen nach außen geblufft, ja, weil man sich natürlich sehr viel gewünscht hat, wofür man sehr viel Arbeit hier tun muss. Das ist für mich so eine Antwort, falls du Antworten wissen möchtest. Auch der andere hatte hier ein Problem, ein Sicherheitsgefühl dir zu geben. Daraus resultierte bei dir auch dieses Hochkommen. Ich muss was machen, damit ich Sicherheit empfinde. Du hast bei diesemjenigen nie eine Sicherheit gespürt. Wenn du ehrlich zu dir selber bist und hier in Resonanz gehen möchtest, hat dir dein Unterbewusstsein schon ziemlich früh mitgeteilt, hier ist einfach nur Faszination im Spiel. Was Magisches kannst du dir vielleicht nicht erklären, aber eine Sicherheit, dafür hast du hier lange gewartet, ja? Wenn überhaupt sie wirklich eingetroffen ist, dass du hier hättest deine Hand für ins Feuer gelegt, dass man dich hier so liebt, wie man sich gibt als König der Kelche. Oder eben als weibliche Dame, die du kennengelernt hast. Hier ist also das im Sicherheitsbereich absolut flöten gegangen, weil du hier noch bis heute auf der Suche bist, was ist Sicherheit? Du musst hier irgendwo auch davor schon wieder leider einen Knick gehabt haben oder eine Erfahrung gemacht haben, die dich eine Angst spüren lässt, ein Sicherheitsgefühl zu erleben, ja? Du suchst das permanent. Du machst es an gewissen Dingen ab, Sicherheit von deinem Gegenüber zu finden. Gleiches zieht Gleiches an, ist die Antwort von den Geistesführerkarten, hat dein Gegenüber leider auch gesucht und sie nicht gefunden, weil du warst sehr stark als Königin der Stäbe, bist du dich selbst aus irgendwelchen Gründen, die ich dir hier genannt habe, fallen gelassen hast, ja? Wir nehmen mal noch eine dritte Antwort, falls es dich hier interessiert. Das wäre sie gewesen beim Flippen. Lebe dein Glück. Das ist eine Antwort, die auf alles passt, ja. Auch zu deinem Mut, auch zu der Todeskarte. Wir hatten ja hier noch, hatten wir Arkana? Ja, mit dem Eremiten, ne? Dieser Stillstand, Winterschlaf ist jetzt für dich vorbei, ja. Dieses Trauern, dieses Hinterherheulen. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, ich würde es zu mir selber sagen und kenne auch Phasen, wo ich hinterhergeheult habe. Aber ich meine, das hat jetzt einen Schlussstrich oder hat jetzt, es ist jetzt der Sinn da, damit aufzuhören. So, jetzt ist es draußen. Ein neuer Abschnitt. Sterben lassen, absterben lassen, weg. Diese Person, wenn jemand Interesse hat, wird kommen, ohne dass du wartest. Du musst jetzt hier vorwärts gehen. Cutten, Schluss machen und die Ansage oder die Antwort auf deine Fragen, die alle im Kopf rumschwirren, gehen immer wieder auf die gleiche zurück, lebe dein Glück, solange du noch kannst, füge ich hinzu, ja? Lebe dein Glück, du kannst Glück haben. Du hast den Mut, du bist Ritter der Scheiben im Bewussten jetzt gerade und bist hochgeklettert. Du löst also hier diesen Pagen der Scheiben, der so blockiert ist, in seiner eigenen Sicherheit sich wohlzufühlen und sich vielleicht oftmals sehr schön die Dinge redet. Und deswegen auch sehr viel Spirituelles braucht, um vorwärts zu kommen. Das ist hier momentan noch im Unterbewussten so ein Schöngerede, ja. Das, was du nicht weißt, was los ist, kannst du ja auch nicht aufarbeiten. Aber wenn du hier so ein bisschen denkst, so, ja, es ist wirklich das, weil ich nie Sicherheit gespürt habe. Ich weiß gar nicht, was Sicherheit ist. Deswegen habe ich mich von diesem hohen Standard Königin, wo du dich vielleicht oftmals gefühlt hast, auch als Mann mit weiblichen Königlichen der Stäbekräfte, ja. Hast du dich vielleicht auch nicht wiedererkannt, was ist passiert, ja, in dieser Verbindung? Du hattest die Kraft, die Stärke überhaupt nicht mehr, weil da jemand war, der dir Gleiches ist oder Gleiches zieht Gleiches angezeigt hat. Und da warst du wahrscheinlich so perplex und bist zurückgegangen in diesen Pagenmodus. Eben nichts mehr tun können, ja, wie so eine Starre, so was passiert hier. Und daraus können verschiedenste Sachen passiert sein, wieder wie so ein Zahnrad. Der eine macht das aufgrund des anderen, brauchen wir auch nicht wissen. Aber hier die Ansage ist für dich, es ist passiert, weil ihr euch zusammen angezogen habt, ja? Im besten Fall vielleicht auch ausgezogen.
Aber da wollen wir nicht hindenken. Dieses Gleiche zieht Gleiches an ist vielleicht hier speziell für dich, für die Zukunft. Bitte mal Menschen suchen, die Gegensätze ziehen sich an, damit du da gucken kannst, oh, ist was ganz Neues und vielleicht wäre genau das für mich, was ich nie für möglich gehalten habe. Ja, vielleicht muss ich mir mal die Welt mit anderen Augen angucken. Denn deine Todesabschnittskarte, die Energie, die jetzt neu anfängt bei dir, um diesen Eremiten auch abzulösen, war wunderschön, ja. Eremiten ablösen, in die neue Phase rein mit einem neuen Abschnitt. Alles hinter dir lassen, gibt dir auch für deine Beschäftigung, das, was du durchziehst als Ritter der Münzen oder Scheiben, Mut. Den besitzt du im Bewussten, ja. Hier ist, glaube ich, die Mutfrage überhaupt nicht vorhanden. Die Umsetzungsfrage. Du hast hier Scheiben als Page. Und im Bewussten kannst du es schaffen, Ritter der Scheiben zu werden. Alles, was mit Umsetzen, Umsatz zu tun hat. Und du bist und wirst, wenn du das hier schaffst, dir zu sagen, okay, ja, wirklich, ich beende jetzt, ich mache mich weg, unnahbar für dich alleine. Wer dich finden möchte, findet dich, auch wenn du dich unnahbar machst und für dich eine Entscheidung getroffen hast, ja. Aber du musst jetzt da auch, wenn es ein alter Prozess ist, loslassen. Es ist jetzt wirklich mal Zeit, lebe dein Glück, deine Ansagen waren es hier und du bist nie allein. Bist du auch nicht. Und dahin solltest du auch wieder hinkehren und das wirst du auch schaffen, um wirklich den Weg dorthin zu finden. Es gibt jetzt von mir nochmal eine Geistesführerkarte als Tendenz, ja? Wie du dich vielleicht jetzt gerade fühlen könntest. Jetzt warte ich wirklich, bis eine rausspringt, weil die sind ja mal wieder so toll. So, da ist so deine Ansage, die Tendenz für jetzt, dein Feeling. Vergib dir. Ab sofort jetzt. Vergib dir. Hör auf mit den Fragereien. Hör auf mit den Antworten suchen. Du bist nie allein, ja? Es passiert etlichen Menschen, das weiß man. Und du bist auch dennoch nicht allein, auch wenn du dich alleine fühlst, auch wenn du dich benutzt fühlst. Du bist, egal was passiert, nicht allein. Du bist zum Glück zuständig, ja? Für dein Glück. Die Ansage, die Karte, lebe dein Glück. Geh mit Mut jetzt und gucke, wo hast du zum Beispiel Glück gehabt im Leben? Und es steht hier noch Glück für dich bevor. Du regelst und bestimmst dein Leben zum Glück, ja? Ab sofort. Du bist nicht mehr im Alten drin, auch wenn du es gerne haben wollen würdest. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wer möchte jemandem hinterherrennen, der vor ihm vor einem wegrennt, ja? Stellt euch mal die Situation ein bisschen so vor. Du möchtest vielleicht oder wolltest schon immer jemanden zurückhaben. Derjenige rennt vor dir und du hinter demjenigen und du kommst nicht ran, ja? Und du rufst und schreist und bettelst und brüllst und dein Gegenüber, den du unbedingt haben möchtest, ignoriert alles, bleibt nicht stehen, wird immer schneller. Und irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Dann ist deine Kraft hier im Eremitenzustand angekommen, wo du die ganze Zeit drin hängst und die Antworten suchst, wie ein Irrer, ja? Was dir aber nicht hilft. Du kannst dich tausendmal durchleuchten, ja? Bis du glühst. Es bringt dir aber nichts. Und dein Gegenüber ist von dann. Und du fragst dich immer noch, ja, wo ist er oder sie hingerannt? Warum sehe ich ihn oder sie nicht mehr? Oh Gott, vielleicht ist ihr oder ihm irgendwas passiert, ich sehe ja nicht mehr, vielleicht ist derjenige gestolpert. Da merkt man schon so, stopp, hallo, geht's noch? Jemand ist vor dir weggerannt. Kümmer dich nicht drum, ob jemand gestolpert ist. Hat derjenige einmal zu dir zurückgeguckt, vielleicht in On-Off-Situationen, habt ihr aber beide dann zugelassen. Aber wenn jemand vor dir wegrennt, ist das die. Ohne eine Situation zu klären, ja, ich kläre das mal auf. Wenn hier jemand natürlich wirklich gesagt hat, normal, dass man mit dir nicht mehr zusammen sein kann oder es besser ist, die Beziehung zu beenden, dann kann man natürlich im Nachhinein noch trauern, leiden, aber dann ist es ein anderer Prozess. Aber jemand, der einfach wegrennt, weg ist, wegbleibt, versprochen hat, ohne Sachen einzuhalten, nee, bitte nicht. Von außen, Vogelperspektive wieder benutzen. Auf was soll man da stolz sein, ja? Warum jemandem die Liebe geben, nachtragen? Für was?
dass man den Arsch von hinten sehen darf beim Wegrennen, dass man hier die Sicherheit von Anfang an einfach nur haben wollte. Das war das Einzige, was du gesucht hast. Die Sicherheit, ja? Du hättest alles andere selbst machen können. Du wolltest kein Geld. Du wolltest finanzielle Sicherheit, war dir auch nicht so unbedingt wichtig bei demjenigen. Ihr wart gleich ein Königspaar. Du hast dich aber durch was auch immer, weil du eben die Sicherheit in anderen Werten nicht gezeigt bekommen hast, hast du dich hier runter katapultiert, sodass du dich vielleicht wirklich verändert hast und dein Gegenüber mit dir stark zu tun hatte, weil er eben auch diese Defizite mitgebracht hat. Gleiches zieht Gleiches an. Das ist deine Antwort. Das war das Ding. Das war der Fehler. Lebe dein Glück und deine Antwort auch hier, du bist nie allein und für den jetzigen Moment eben nochmal zum Verständnis vergeben. Ganz, ganz großes Kino. Vergeben. Wir können ja nochmal mit dem Kipper aufdecken und eine Botschaftskarte noch nehmen. Vergib dir. Und jetzt wird der Mut wieder hochgeholt. Du weißt jetzt, was in dir steckt im Unterbewussten. Wenn du in Resonanz gehen kannst, ja? Gemeinschaft. Raus. Also raus. Du bist nie allein. Raus mit dir in die Welt. Gemeinschaft. Vergib dir. Du wirst angenommen. Deine Antworten waren, du bist hier nie allein. Du musst jetzt hier wieder die Kontakte knüpfen, die wahrscheinlich für eine neue Phase sorgen könnten, wenn du es zulässt, wenn du geheilt bist, ja? Und dann werden dich die Fragen oder die Antworten auch nicht mehr interessieren. Also, such dir bitte die Gemeinschaft wieder. Du kannst dir deine Gemeinschaft auch aussuchen, wenn du vielleicht auch da enttäuscht wurdest. Was für eine Gemeinschaft, die Gesellschaft ist doch scheiße, tickt nur alle gleich. Dann such dir eben deine Gleichgesinnten, ja? Dafür gibt es immer Möglichkeiten. Probier dich hier aus, benutze den Mut. Handel aber als Ritter der Scheiben. Und mit der Ansage, du bist nie allein, wird es hier in der Gemeinschaft eben auch die geben, die dich gegensätzlich anziehen und dir eben auch zeigen, was du noch nicht kennst, ja, oder kennengelernt hast. Und generell kann es gut sein, dass du da dann die Sicherheit findest und nicht dieses Gleiche zieht Gleiche an. Nach dem Schema musst du wahrscheinlich immer derjenige dich beeindrucken oder hat dich in den Bann gezogen. Können auch wieder Hilfssyndrome sein, ja? Ach Mensch, ich schaffe das schon. Bei mir ist er oder sie sicher. Ich kann ihm, ihr alles geben. Nee, ist nicht alles, ja? Weil das war nicht die Sicherheit, die du hättest gerne empfinden wollen in dem Teil. Wir haben hier hingehen, schauen, tun und die Leichtigkeit. Vergib dir, hingehen, schauen, tun, gehört zu Mut, mach, du bist nie allein, lebe dein Glück, raus, Tod, Abschnittswechsel kommt jetzt, ja? Ritter der Scheiben, hingehen, schauen, tun, Leichtigkeit durch die Gemeinschaft, durch die neue, die entsteht, ihr Lieben. Ich bin durch. Sehr schwer, war mehr so ein Verbannungsakt, auch hier wieder entfesseln, löse dich. Komme von alten Sachen weg, auch wenn es hier nicht die Liebe betraf, kann das hier immer noch mit Sachen oder mit Sachen, mit Menschen hinhauen, die familiär sind, eine andere zwischenmenschliche Bindung mit dir hier haben. Dann auch hier gilt es, unnahbar machen, wenn derjenige was möchte. Das gilt für alle Menschen. Hat derjenige ein Bedürfnis, diese Person wieder aufzusuchen, kann er das tun. In der Regel sind das so dumme Sachen wie, es heißt nicht bloß, weil man. Das ist auch so ein Beispiel. Wenn man Profilbilder nicht mehr sieht, muss man hier nicht Alarmglocken anlassen. Das ist nur Technik, ist WhatsApp, ja? Dann heißt das nicht, dass man blockiert wurde. Ich kenne so eine Fälle. Ich wurde blockiert. Der hat mich blockiert. Woher, ja? Vielleicht Handy aus, vielleicht auch nur Profilbilder für bestimmte Leute freigeschaltet. Aber geht doch auch nicht nach der Technik. Wenn jemand das Bedürfnis hat, jemanden zurückzuholen, an der Aussprache interessiert ist, dann wird das derjenige tun, weil was hat derjenige denn zu verlieren? Passiert das bei euch nicht und ihr habt es oft genug probiert und derjenige wollte einfach nicht mit, dann lasst auch diesen Gegenüber bitte in Ruhe, weil ihr macht das sonst wirklich schlimmer oder habt es in dieser Situation schon so schlimm gemacht, dass der andere durch dieses Anklammern
weggegangen ist, weil man ja nicht wusste, was verliert man denn, ja, hier, da muss doch, das hat auch nichts mit Kontaktsperre zu tun, sondern einfach akzeptieren, annehmen, du bist wertvoll. Wer nicht will, der hat schon. Vielleicht braucht man eine Pause, um nachzudenken. Und wenn man diese Pause genutzt hat, kann man immer noch, ohne dass man wahrscheinlich eine Bratpfanne über den Kopf kriegt, immer noch die Möglichkeit haben, Dinge zu kommunizieren. Wenn aber jemand sagt, partout, lass mich bitte in Ruhe, dann muss das geduldet werden. Wenn jemand vor euch wegrennt, dann muss das für euren Selbstwert geduldet werden, aber nicht in dem Moment für eure Person, ja? Da könnt ihr dann sagen, sag mal, habe ich es nötig? Nein, derjenige hat doch Probleme, derjenige rennt doch vor irgendwas weg, ja? Und wenn es auch vor mir ist, naja, dann so what, ist es eben so. Aber du hast dafür keine Zeit, jemandem hinterher zu rennen und sich dann noch Sorgen zu machen. Warum? Und es könnte ja, und der kommt ja bestimmt da hinten auch wieder zurückgerannt. Schwachsinn, ja? Schwachsinn. Ich will euch hier nicht Hoffnung geben und immer mehr in den Bereich bringen. Ja, na klar, kommt da, ja, wird schon. Nee, meine lieben Leute, da muss ich mich sehr zusammenreißen. So ein Versprechen oder so eine Legung gehen einfach überhaupt nicht über meine Lippen, weil das meistens so sein könnte. Meistens Energie erfahren, aus den Legungen auch alles schon erlebt. Freut man sich vielleicht, dass derjenige zurückkommt? Es gibt zwei Möglichkeiten. A, du denkst dir, oh Gott, nee, das ist ja alles ganz anders, war eine Illusion. Und Grund B, dieses Schema wiederholt sich die ganze Zeit. Er kommt, er geht, er kommt, er geht. Oder sie kommt, sie geht, sie kommt, sie geht. Und das will ich hier nicht lösen, ja? Also dafür mache ich nicht die Legung, um Versprechen hier rauszusenden und zu sagen, ja, wird alles gut. Nee, dafür sind zwei Menschen zuständig. Und in deinem Fall du demnach, dass es dir gut geht. Und diese Legung ist deswegen der Ablöseprozess, um auch zu erkennen, ja, stimmt. Auch du hast hier dafür gesorgt, dass Unruhe ist, weil du das Sicherheitsgefühl nicht bekommen hast von dieser Person. Aber auch da geht es nicht um die Schuldfrage. Warum hast du das nicht bekommen? Weil Universum, was auch immer, teilt dir hier mit, Gleiches zieht Gleiches an. Hier bitte umstellen, ja? Du brauchst jetzt das, was sich ergänzt, im besten Fall. So, ihr Lieben, ich hoffe, das war nicht zu knallhart. Ich will auch nicht knallhart, aber ich bin immer so in Temperament sprechen, ja? Dieses in Rage reden, so bloß nicht zurückfallen. Bleib jetzt hier in dem Mut, ja? Bleib Ritter der Scheiben. Hör dir die Ansagen, bleib jetzt da und verdammt nochmal. Heul doch jemand trotzdem noch bei dem Mut und Vorwärtslaufen hinterher. Meinetwegen mach das, ja? Und du wirst da sehen, ob man dich findet. Vielleicht wieder als Königin der Stäbe, wenn man dich hier wieder so sieht. Aber ich verwette meinen kleinen Arsch darauf, dass du dann auch nicht mehr möchtest, weil die Ehre und Würde kommt hier ganz stark mit deiner Mut, Energie, mit der Ansage. Da ist eine Würde, ja, die du selbst noch besitzt, die du vielleicht nicht spürst, die du dir mit dem Pagen der Scheiben hier selbst kaputt gemacht hast oder kaputt zerstört wurde von jemandem. Aber durch den Mut ist das hier eine Ansage, du lässt dich hier nicht entmutigen. Es ist nur noch eine Frage, wann du durchstartest, ja. Und jetzt liegen so die Bereiche einfach hier für dich. Und deswegen wollte ich dir einfach Mut machen. Das ist die einzige Ansage, wenn mir hier sowas auf den Tisch fällt, ne? Ihr Lieben. Vor allen Dingen, ich stelle mir manchmal so die Frage, wenn das jetzt nicht die Tendenz gewesen wäre, dass du jetzt sofort damit anfangen sollst, vergib dir, ja? Ist ja wichtig für einen. Jetzt ist mal Schluss, egal, ob du dich im Nachhinein darüber beömmelst, wie du dich verhalten hast oder wie du dich aufgegeben hast, schon selbst. Was soll man hier anderes sagen? Vergib dir nicht. Oder wie? Vergib dir nicht. Mach es nicht. Bei dir war alles richtig. Bist du dann aber einen Schritt weiter? Nee, dann bist du noch verunsicherter, wenn ich dir sage, nee, vergib dir nicht. Der andere hat die ganze Zeit Schuld, ja? Ist alles wegen dem anderen passiert. Du hast gar keine Fehler gemacht. Also, dann versteht ihr, wenn ich so reden würde, dann würden ja noch mehr Fragen kommen. Dann würde ich euch ja noch dazu verhelfen. Ja, und warum ist es jetzt passiert?
ganz einfache Antwort, nach der du die ganze Zeit gesucht hast, die ich dir nicht gebe, sondern die Karten. Ich füge nur meinen Rest hinzu, weil du hast Gleiches gesucht. Gleicher Mangel, gleicher Humor ist passend, könnte man lassen. Gleiche Sicherheitsstörungen, Sicherheitsempfinden, gleiche Wahrnehmung, aufeinandergeprallt, ja. Falsches Timing, gleiche Abwehr, gleiches inneres Kind, gleiches Machtverhalten, außen vielleicht stark getan zu einer Zeit, wo es noch nicht an der Reihe war oder an der Zeit war und eben du hast dich zu früh hier fallen lassen, ja, zu früh lenken lassen, zu früh warst du nicht mehr Herr deiner königlichen Sinne der Scheiben hier im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast dich hier von deinem Gegenüber oder von anderen Menschen einfach kleinkriegen lassen, weil du gedacht hast, gibt's doch nicht, ja? Ich will doch was anderes, ich suche doch was anderes. Zum Abschluss, dann suche bitte nie wieder Gleiches und mach da deine Warnsignale einfach ein bisschen doller an. Das, was dich fasziniert, guck dann sofort, oh Gott, ist es das, was auch andere an mir faszinierend finden? Ist es das Gleiche schon wieder, was ich an dem anderen toll finde und auch bei mir immer geschätzt wird? Dann vielleicht so ein bisschen abwägen in, nee, müssen wir jetzt leider drauf verzichten. Wir suchen uns jetzt mal wirklich was ganz anderes, ja? Wir ändern einfach auch mal unser Leben in eine ganz andere Richtung und lassen es eben nicht so gleichbleibend laufen, wie es bisher war, mit der radikalen Beschäftigung, mit der radikalen Energie der Todesabschnittskarte. Altes zupacken, Deckel rüber, wie im Sarg. Wird nie verschwinden, aber zumachen, jetzt erstmal ruhen lassen und raus aus deinem Eremitenstatus, rein in dieses mentale, aber trotzdem ritterhafte Durchstarten im Umsetzen, damit du hier wieder annähernd dahin kommst, ja, wo du mal gestanden hast. So, ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr konntet mitkommen. Und was ist denn das eigentlich zurzeit? Habe ich schon immer so gestikuliert? Das wird ja immer schlimmer. Hey, ho, hier, meine Kerze. Wünschen, dass ihr gesund bleibt und wünschen, dass meine Antennen hier auch bald aufhören und noch wünschen, dass ihr den Mut endlich gut umsetzt, ja? So. Muss ich nämlich ausmachen, sonst wird es hier noch schlimmer. Ihr Lieben, tschüssi.